Dann haben wir den Frederik Kaltofen im Rennen. Aber der Frederik sollte eigentlich gegen jemand ganz anders in Ring, aber der Toni Tess hatte sich dann bei mir gemeldet. Der Chris Hausburg möchte unbedingt bei uns auf der Veranstaltung wieder kämpfen. Das hat ihm sehr gut gefallen letztes Jahr. Und hatte sich dann auch als Gegner von unseren Leuten den Frederik Kaltofen ausgesucht. Frederik hat jetzt insgesamt 6 Kämpfe, von denen hat er 3 gewonnen, 2 verloren, 1 unentschieden. Ich denke mal, das wird auch ein machbares Ding werden. Zumal Frederik sich auch gesteigert hat, gerade an Schnelligkeit und Kraft. Ja, schön, wenn er den Kampf gewinnt. Wird natürlich ein hartes Ding. Chris ist ein bisschen älter, haut vielleicht ein bisschen härter dadurch. Ja, das ist immer so eine Sache. Ein 18-Jährigen, gegen ihn, der jetzt schon 25, 26 Jahre alt ist, je älter man ist, desto, ja, wir sagen immer, abgewichster geht man da an die ganze Geschichte ran. Ja, da haut man schon mal doch mal ein bisschen härter dazwischen. Aber ich denke mal, der Frederik ist fit genug, um damit klarzukommen. Ich habe einen starken Gegner, habe mich gut vorbereitet. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ja, was könnte bei rauskommen, wenn es nach dir ginge? Natürlich ein Sieg, am besten durch K.O. Warum wird es ein K.O.? Was sind deine Stärken? Ich denke mal, ich bin schneller als er. Habe die bessere Übersicht, die bessere Technik. Wir werden sehen, was bei rauskommt.